Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Frostgipfelsenke und haben alle Risse hinter uns. Gott sei Dank. Da ist mir ein dicker Stein vom Herzen gefallen. Unten liegt doch einer zum Farmen, den nehmen wir nicht mit. Wir machen mal da weiter, wo wir letzte Folge eigentlich dran vorbeimarschiert sind. Man wird sehen, wir sollen in dem Gebiet hier Reliktknochen finden. Und dafür müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Hier in der Nähe war ja jetzt nichts, ne? Wir müssen so oder so zurück. Durch das Tor kommen wir noch nicht. Das wird wahrscheinlich im späteren Verlauf freigeschaltet. Ja, dann auf hier. Dann gehen wir mal eben Lucky Lucky machen. Das gefrorene Tor. Da bin ich mal gespannt, was damit auf sich hat. Aber wir werden es noch rausfinden. Hier war noch ein Weg, den könnten wir auch noch mal eben abgehen. Den haben wir in der letzten Folge gesehen. War eine Abzweigung. Wir sind links gegangen. Da ging es aber rechts weiter hoch. Sah zumindest so aus. Hier haben wir noch so ein Okularium-Gedöns. Das lassen wir mal beiseite. So, da hinten. Ja, hier noch ein Stück geradeaus. Und dann müsste es hinten links gehen. Vielleicht kommen wir zu der Hütte da hoch. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Wer weiß nicht? So, hier ging es jetzt weiter. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach nur aus der Karte geportet werden. Dass hier Schluss ist. Es kann auch sein, dass wir hier auf einen ultimativen Gegner treffen. Es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Ernsthaft, wo sind wir jetzt? Ah, jetzt kommen wir hier hin. Hier wollen wir noch gar nicht hin. Nee, dann wissen wir zwar Bescheid. Weißt du Bescheid? Wir machen jetzt erstmal die eine Quest. Weil sonst haben wir alles in der Kreuz und Quer. Haben wir zwar jetzt schon, aber dann noch mehr. Gut, das Gebiet unten, wo wir jetzt die Knochen finden sollen, war jetzt nicht allzu groß. Zwei haben wir ja schon gefunden an der Zahl. Hier geht's auch noch weiter. Oder auch nicht. Da kämen, weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall runter. Hier nicht. Doch, von hier sind wir. Ich wollte gerade sagen. Ja, die können jetzt überall sein. Die können jetzt hier unter diesen Wurzeln sein. Die können auf den Wurzeln sein. Das haben wir ja alles schon gesehen. Im Kulstotten-Sumpf. Wir müssen ein bisschen die Augen offen halten. Da ist eins. Das haben wir noch nicht gehabt. Dann fehlen uns nur noch zwei. Aber je weniger es werden, desto schwieriger werden sie wahrscheinlich zu finden sein. Bist du? Embryon. Ja. Okay, hier müsste auch noch eine Gruppe von Gegnern rumlunschen. Das ist die Frage. Zeigt er uns die Artefakte auch beim Pingen hier? Nee, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Zwei Artefakte bitte noch. Okay, wir sind hier am äußersten Rand, was schon mal nicht so, wie es sein soll. Das haben wir als erstes gefunden, damit haben wir die Quest gestartet. Da hinten läuft die Gruppe. Hier kommen wahrscheinlich eher weniger. Kommen wir da hoch, dass wir über den Baum marschieren können? Das geht. Was ist das? Nichts. Hier sind wir auch schon wieder viel zu. Da gehen wir aus dem Gebiet raus. Das heißt, wir müssen schon hier bleiben. Wo könnte das sein? Oh mein Gott.
Ja, lassen erstmal die Gruppe machen. Die gehen mir am Zeiger. Mit ihrem Gesabbel. Oh, zwei Gruppen. Zwei Gruppen. Was ist denn jetzt hier los? Schaffen wir das? Der Dicke, da wird ein Problem werden. Geh weg! Hau ab! Geh doch. Okay. Wen machen wir denn jetzt? Machen wir ihn. Noch eins nach dem anderen. Eingefroren? Was denn? Wer friert mich hier ein? Niedrige Gesundheit. Gib mir doch mal Blut. Scheiß Schurken. Ich hasse Schurken in dem Spiel. Die sind so ätzend. Ja, ich sehe schon, hier hat Aggro von allem, was da rumläuft. Können wir den jetzt mal hier dezent ins Jenseits befördern? Danke. Okay. Wir haben jetzt natürlich noch den Magier. Machen wir den Magier? Der hat ja nicht mehr allzu viel Life. Komm, Sarah und ich, wir machen den. Tja, Cassandra, da machst du nix, weil du wolltest ja mit. Du wolltest dich ja prügeln hier. So, sein Schild haben wir ihm runtergekloppt. Hallo? Jetzt. 30 Minuten Verzögerung, bis der Zauber gecastet wird. So. Der Wüterich. Komm, fast geschafft. Boah, kipp um. Da schildert er sich nochmal am letzten. Sollen wir mal so einen heilenden Nebel hier? Funktioniert das? Oh, wie das funktioniert. Ah, der ist tot. Da geben wir doch nicht mal Loot für, weißt du? Machst hier den Kampf deines Lebens? Und Nüsse hier wird. Okay. Jetzt können wir uns in Ruhe um die Artefakte kümmern. Ich hoffe ja nicht, dass die Kollegen jetzt hier im 2-Minuten-Rhythmus respawnen. Ich sehe aber nicht mal ansatzweise irgendwo irgendwas hängen. Werdet ihr Blackwall jemals vom Haken lassen, Sucherin? Nein. Er ist ein Feigling, der seine Männer im Stich gelassen hat. Ein Mann, der Wiedergutmachung leisten will, dafür aber auf Lügen zurückgreift. Nun, ich werte das mal als ein Nein. Ich habe entschieden, ihn wieder aufzunehmen. Ende der Geschichte. Ich kann nun mal nichts daran ändern, wie ich empfinde. Klar könntet ihr das. Ihr wollt es nicht, aber ihr könntet es. So. Eins war da oben. Gott, wo soll denn das sein? Bitte zwei Artefakte haben. Bitte, bitte. Aber die Bäume hier oben müssen wir nicht kraxeln, oder? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, werden Sie gleich sehen. Man könnte natürlich googeln, irgendein schlauer Kopf.
Dieser hier zum Beispiel. Hat bestimmt eine Karte ins Internet gesetzt, wo die Dinger markiert sind, wo sie zu finden sind, aber da bin ich kein großer Freund von. Da oben ist eins. Und hier ist eins. Da haben wir es oder? Sehr schön. Das ist die Frage. Wie kommen wir da jetzt hoch? Hier wahrscheinlich eher weniger. Dann müssen wir... hier lang. Wie, du fällst jetzt hier irgendwie runter. Quest erledigt. Die letzten Knochen. Was wollten Hakons Fänge mit dieser Magie bewirken? Wie wär's, wenn ihr die Finger davon lasst und die Avar fragt, die mit uns reden? Gut, hören wir uns im Dorf um. Im Dörfli? Da müssen wir ja dann sowieso hin, weil da geht's ja auch noch irgendwie weiter. Okay, prima, haben wir erledigt. Supi. Dann können wir jetzt dem regulären Weg folgen und... ja, wir latschen jetzt wieder zurück, mit anderen Worten. Mit anderen Worten, wir latschen zurück. Was ist hier? Nichts. Schade. Sah aber cool aus. Wie kommen wir jetzt zurück? Wir müssen hier irgendwo links hoch, ne? War das hier? Nein, hier wird doch hier was. Und der ist auch schon wieder respawned. Ob es ja auch noch Drachen gibt? Hm? In dem Gebiet? Ich meine, die Hauptdrachen vom Spiel haben wir alle erledigt, aber... Corypheus hat ja noch einen dabei. Der war ja schon außergewöhnlich. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen. Wurp. Oh ja. Okay. Felswandpfad. Müssen wir uns jetzt nur entscheiden, ob wir gleich links oder rechts gehen. Das ist die Frage. Aber tendenziell würde ich sagen, es leuchtet lila, wir gehen links. Wo sind wir hier? Steinbärenkampf. Als würde da jemand feiern oder kämpfen. Erschöpft sein, Sonnenhaar. Hattet ihr kein Glück auf der Jagd? Und wie geht es eigentlich eurem Stammestier? Wir jagen so erfolgreich wie eh und je, Thane Haros. Unter dem Schild von Hakons Fängen werdet ihr sicherer. Hask Fischersen hat unter den Augen der Herren des Himmels den Sieg errungen. Parf, ihr schuldet Hask 4 wieder, nicht 3. Ha! Bei Tyrdas Arsch! Möge der Wind eure Flüche zur Herren des Himmels tragen und sorgt dafür, dass die Widder beim nächsten Sonnenaufgang übergeben wurden. Was sind wir hier? Nun denn, mögen eure Leute ebenso stark sein wie euer Stammestier. Okay. Wir sollen mit jemand reden. Hallo Schatten. Mal hier rein. Hier ist nix. Mann. Ein bisschen Loot hier. Ich geh mal hier rein, ja? Hast ja nichts dagegen. In einer fleischgefundenen Skizzen. Mehrere einfache, aber durchaus kunstvoll angefertigte Zeichnungen weisen darauf hin, dass sich der Inhaber dieser Fleischerei entschieden hat, den Tag mit der Zubereitung alchemistischer Tränke oder was wahrscheinlich, was deutlich wahrscheinlicher ist, alkoholischer Getränke zu verbringen. Die Zeichnungen fordern seinen Kunden auf, sich zu nehmen, was sie möchten, um ihn später zu bezahlen. Über die Kochkünste der Avar. Was landet in den Kochtöpfen der Avar? Die Frage sollte besser lauten, was landet nicht darin? Da sie derart weit von den köstlichen Süßspeisen und Soßen valoriös entfernt sind, ebenso wie von den reichhaltigen Kuchen und reifen Käsesorten, die sie sich in Ferelden derartiger Beliebtheit erfreuen, müssen die Avar von dem Leben, womit auch immer sie ihr Bergtäler versorgen.
Nichts ist zu bescheiden für ihren Geschmack, von den kleinen, fleischigen Schnecken, die an den Felswänden zu finden sind, bis hin zu den Farnspitzen, die sie im Frühling ernten. Das soll natürlich nicht heißen, dass sich die Avar nicht auch von den gefährlicheren, dafür aber auch deutlich sättigerenden Speisen ernähren. Hirsche, Widder, Gurgurz und Pirscher sind allesamt denkbare Optionen für ihre gemeinschaftlichen Abendessen am Feuer. Flachländergewürze wiederum sind bei ihnen zwar unbekannt, gelten aber als Delikatessen, die ausschließlich bei Festen verwendet werden. So war meine Abschiedsgeschenke an Tan de Fennec Zahnstammes auch für sein Bitten hin jeweils 10 Gläser gefüllt mit schwarzen Pfefferkörnern, gemahlenem Senf sowie antivianischen Kortsamen. Hinsichtlich ihrer Kochgewohnheiten steht bei den Avar die Zweckmäßigkeit im Vordergrund. Eintöpfe sind äußerst beliebt, da sie ohne großen Aufwand bis zum Anbruch der Nacht vor sich hin köcheln können. Stämme, die an einem See oder Fluss leben, wickeln häufig Fische in Ton und stark riechende Blätter ein und lassen sie den ganzen Tag über aufgehäuften Kohlen backen. Der Großteil der Nahrungszubereitung ist bei den Avar jedoch auf den Winter ausgerichtet. Vom ersten Frühlingstau an ist der gesamte Stamm damit beschäftigt, Fleisch zu räuchern, Gemüse einzulegen und Früchte zu trocknen und sie dann in Vorbereitung auf die lange Dunkelheit in einfachen Erdkellern aufzutürmen. Trotz dieses Wettlaufes gegen die Jahreszeiten legen die Avar jedoch freigebig große Stücke Fleisch sowie haufenweise saftige Beeren auf hölzerne und steinerne Platten, die sich überall in ihrem Dorf finden. Sie glauben, diese Opfergaben würden eine sonderbare Ansammlung von Wesen besänftigen, die im Wald leben und von ihnen als Götter bezeichnet werden. Ein kluger Reisender bemüht sich nicht über andere zu urteilen, insbesondere da mir jegliche angebrachte Gastfreundschaft zuteil wurde, aber ich werde mich nie daran gewöhnen, dass ein derart praktisches Volk so viel gute Nahrung verkommen lässt. Ja. Das war mein sehr ausgiebiger Text. Hier können wir kaufen und verkaufen. Was sagt denn unser Inventar? Dem geht's doch gut, oder? Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz ohne Ende. Öffnen. Jetzt haben wir uns bestimmt keine Freunde gemacht. Warum, was sollen wir jetzt? Wir sollen jetzt hier Verbündete unter den Avar, Steinbären kamen, haben wir sehen, Hakonsfänger haben menschliche Knochen für irgendeinen. Ah, wir sind jetzt hier. Okay, okay. Gut, dann habe ich was verwechselt. Plündern ist immer gut. Pandalaran, ich brauche Malachit. Malachit wäre schön. Malachit. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um hier. Hallo, Dri. Was können wir denn hier kaufen und verkaufen? Gucken, nur kaufen. Aber Glas, aber Bett, aber Wappen, aber Vorhänge, aber Thron, aber Dekor. Okay, der verkauft hier wohl nur aus. Also nicht Ausrüstung, sondern. Nein, das missfällt denen nicht. Wohnungseinrichtung für unser Schloss. Verkaufte. Der Augur. Was ist los? Es gibt viele, die neugierig auf euch sind. Doch zunächst möchte die Thane mit euch sprechen. Okay, dann sollen wir zu ihm wahrscheinlich später kommen. Zurückkommen. Ja, ist gut. Hier sind die gerade hochgeklettert, die zwei, ne? Da unten ist auch noch ein Haus. Okay, dann. Die Hälfte der Fallen war leer. Haben wir hier vielleicht Wildere? Das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, unterwegs haben wir genug getroffen. Also, der Gedanke an sich kann gar nicht so verkehrt sein. Geht's hier noch weiter? Tatsächlich, es geht noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Okay, dann können wir das Gebiet nochmal zumindest eben erkunden. Seeuferstraße. Wir latschen aber jetzt quasi zurück, ne? Ja, das machen wir dann. Wenn wir wieder zurück zu dem kleinen Dorf gehen, für die eine Quest, die keinen Namen hat, wo ich nicht weiß, was ich machen muss. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge reden wir dann mal hier mit dem Häuptling der Avar. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.